Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Last Epoch Let's Play. Ja, wir sind hier in der Soulfire Bastion oder Seelenfeuer Bastion auf Deutsch. Hab mir das mal kurz gemacht. Das ist ein langer Weg von einem Portal hierhin. Und ihr könnt hier rechts klicken, dann seht ihr, oder? Das ist ein ziemlich langer Weg. Das sind große Gebiete. Genau. Jo, und ich habe einen neuen Charakter angefangen, den möchte ich gerne auch noch so bald wie möglich zeigen. Weil das ist wirklich ein Tanky-Bild. Okay, wir können T1 natürlich zuerst machen. Da gibt es jetzt auch wieder die Möglichkeit, ja, viel Geld zu investieren. Für irgendwie Glücksspiel, nein, das ist etwas anderes. Irgendwie ist das Auswählen zwischen was man haben möchte und was nicht. Man muss halt dafür bezahlen. Und... Jo, ich habe noch das letzte Gebiet, der letzte Monolith, so weit gemacht, dass wir nur noch die Mission machen müssen. Am Ende dieses Partes hoffentlich. Also ein bisschen herauszögert halt im nächsten Part. Dann. Darüber kann ich nicht. Ich bin Sprüge nicht, ich bin angewurzelt. Ich bin Groot! Hier kann ich auch nicht. Hä, wie kommt man denn hier hin? Muss ich doch mal kurz hüpfen. Nee. Also oben durch geht's scheinbar. Nee. Also wenn hier so ein Ding ist, geht's mal hier nicht. Und? Geht auch nicht. Ich will aber zur Küste. Ja, ich will. Ja. Das geht wirklich nicht. Ja, die Kiste ist mir egal. Hauptsache nichts. Und was ist das? Necromance ist langweilig. Stand vorher. Völlig stumpfe Klasse, haben wir den. Ja. Passieren auf hohem Niveau, gell? Also ihr wisst es ja, dass ich mega angetan bin vom Spiel so langsam. Es hat eben einfach diese Probleme. Dass es unfertig ist, oder das manche Sachen jetzt nicht unbedingt so mega innovativ gut spielbar sind. Aber wenn ihr bedenkt, dass Diablo 4 momentan für Probleme hat, dass heute Morgen jemand gesagt hat, das Endgame sei korrupt, fühle ich mich schon ein bisschen, ja, mir tut die Seele weh, oder? Also ich habe ja gesagt, dass ich Diablo 2 liebte, vor allem mit den Mods zusammen. Das waren so coole Mods. Ja, immer noch ein paar coole Mods. Zum Beispiel Median. Ja, XL oder jetzt heißt Sigma, glaube ich, oder so etwas dieses Mal. Seit kurz. Median Sigma. Oder das Name-Mod oder Reign of Dragons und so Sachen. Reign of Shadows, genau. In Extrem. Wie heißt das andere? Weiß gar nicht mehr so sehr. Die Namen sind mir einfach so in den Kopf. Und Sanctus Mod gab es zum Beispiel noch und so sind alles relativ. Ja. Coole Mods gewesen. Die wirklich sehr viel umgewandelt haben. Und dann kam ja irgendwann mal Diablo 3 raus. So. 14 Jahre oder 13 Jahre später, oder? Und boah, war so enttäuscht einfach vom Content, dass es auch anders war. Und ja, das mit dem Auktionshaus hat mir gestunken, ich habe es gar nie verwendet. Könnt ihr gerne mal ein bisschen nachschauen, die alten Diablo 3 Let's Plays und Livestreams, wie mir das manchmal so ein bisschen genervt hat. Also ja, also mir hat es nicht so fest genervt, dass ich sagen würde, ja, ich würde das Spiel jetzt nur negativ, also reden oder so, wie die das machen. Also das ist... Ich habe es einfach ein bisschen angesprochen, was ich ja so nicht so gut finde und so, und habe trotzdem gut gespielt. Gerne gespielt und so. Also genervt schon, aber die Qualität, sie stimmt einfach nicht. Das ist eigentlich Lust hast und so. Findest zum Beispiel kein Endgame-Content oder so. Ja. Außer dieser mega schwere Inferno-Modus hieß er damals noch.
Einfach übertrieben starke Gegner hatte. Unbalancierte Gegner. Wir haben ein paar Gegner haben fast keinen Schaden gemacht. Andere haben so mega viel Schaden gemacht. Das war einfach unbalanciert. War echt schade. Aber Last Epoch ist ja relativ gut gestartet, hat aber einfach nicht so viel Content bekommen. Was auf Endgame anzielt, hat eher die Charaktere noch bekommen, die Akte bekommen. Sonst eigentlich fast nichts, außer diese drei Dungeons, die noch ein bisschen dazu kamen. Also wir sind bald voll mit dem Feuer. Es gibt hier keine Feuersachen, also wasche ich auch einfach durch. Ich habe irgendwie so das Gefühl, mit der Zeit wird der Dungeon auch ein bisschen nerven. Ihr werdet es auch sehen, noch wieso. Der Bosskampf ist ein bisschen doof gemacht. Auf hohen Stufen, oder? Ihr bekommt einfach viel zu viel Schaden über das Feuer. Also, wo willst du Feuer nehmen? Legst du irgendwo Feuer oder bist du gestunlockt, weil du noch so schwach bist und hast? Ja, gestunlockt. Ich bekomme auch keinen Schaden mehr. Okay, das ist gut gemacht. Jetzt habe ich... Ja, ich habe immer noch nicht voll, aber... Keine Ahnung, wieso. So, also T1 ist eigentlich abgeschlossen, oder geht's noch weiter? Nö. Genau, das Seelenspiel, genau. Ihr habt einfach diese... Also das ist jetzt eigentlich Glücksspiel und das andere ist ja das mit dem Auswählen von Schätzen. Und diese Seelen können wir jetzt ausgeben. Was brauchen wir denn? Also eigentlich brauche ich... Ja, es gibt nur Speere, es gibt keine Schwerter. Zwei Handschwerter. Also eigentlich brauche ich den Gürtel und das Schild. Ja, schlecht, hä? Das Schild. Gürtel. Exalteter Gegenstand, okay. Dienerschaden, 87. Okay. Haben wir Glück. Aber jetzt habe ich einfach diesen Gürtel, weil es bequemer zum Spielen ist mit genug Wut. Und dann haben wir eigentlich nichts mehr. Dann können wir noch... Komm, nehmen wir ihn. Ah, genau, ja. Ich dachte, das ist ein guten. Ich weiß nicht, ob ich es brauche, aber so viel Mana-Regeneration. So ein Relik, oder? Das ist immer noch so ein Anfänger. Und LP-Regeneration. Und uns nichts. Selten. Physische Schaden. Den könnte. Nein, den kann ich nicht gebrauchen. Ich habe einen Unique. Einen Vulkanus. Borchgard oder Ambosswächter. Den ich jetzt momentan hoch spiele. Einfach einen Charakter, damit ich wirklich allen Content machen kann. Ein Tank, oder? Der auch ziemlich stark ist. Ah, ich habe jetzt zu wenig, okay. Also, dann müssen wir irgendwie wieder zurück. Kann man einfach wieder nach vorne. Oder kommen wir da irgendwo anders hin? Cool, also, jo. Bin ich mal gespannt, wie es auf Höhenstufen aussieht. Aha, einfach irgendwo in den Schnee raus. Kohlheimpass. Sind wir jetzt in der Nähe von der großen Arena? Dann könnte ich die eigentlich auch noch zeigen, aber... Eigentlich möchte ich ja... Hä, wo sind wir jetzt hier? Ja, okay. Ja, wir sind wirklich beim Tor des Champions. Mal gucken, wo das ist. Nice. Das wollte ich ja immer auch zeigen im letzten, vorletzten Part. Was hat gesagt? Schon wieder das Schwert. Haben wir den letzten Part bekommen. Wenn ich jetzt hier nach links gehe, weil sie auf der Map links ist, dann machen wir es wahrscheinlich. Cooles Gebiet, ey. So. Ja, ich denke, das ist es.
Sehr schön. Also dann machen wir das in einem der nächsten Parts, weil ja, sind das so Champions auch und da muss da relativ gut geschaut werden. Brauchen wir aber noch ein bisschen vielleicht Level und Yes. andere Items. Ja, ich bin wieder ein bisschen zu vorsichtig. So, aber da bin ich unvorsichtig hier bei die letzte Ruine. Zeig mir mal. Ja, ich bin hier nach oben, also wir sind hier hingegangen. Haben ja gesagt, wir machen noch die Unique-Ding hier. Können wir aber noch kurz warten. Wir wollen ja natürlich die drei Missionen hier links lösen und diesen Empowered Monolithen Beispiel aktivieren, damit die Monolithen überall dann empowered sein könnten. Man hat die Auswahl, ob man jetzt T100 oder also Level Corruption 100 oder 0 macht, oder? Und ich denke, wir gehen direkt auf 100, probieren sie einfach mal und wenn wir halt sterben, haben wir halt ein bisschen übertrieben mit dem Schwierigkeitsgrad für diesen Charakter. Aber der andere, also Squeolus, hatte auch nicht ganz so viele Probleme. Hier so einzelne Gegner, die ja dann schon fast tot machen. Dafür haben wir auch die Passiven genommen, dass wir einfach so einen Schlag auch ein bisschen Low Life überstehen, weniger Schaden bekommen. Genau. Und irgendwie geht auch anders noch ein bisschen mehr Defensive. Ram auf Leben setzen. Scheinbar noch wichtig. Gut, also da haben wir mal. Okay, zu danken wollen. Bücher. Retten. Ja. Beim ersten Mal mochte ich diese Mission nicht, weil es ein bisschen eintönig herumlaufen ist. Es auch viele dicke Gegner gibt, aber die zweite Mission gefiel mir dann viel besser. Was war da? Weiß ich gar nicht mehr so genau. Außer dass es mir gefiel. Und der Boss. Ja, war auch nicht so schwer mit dem Squeal Beastmaster. Ja, Squeals hatten Spaß gemacht, aber haben dann einfach auf T, also auf Corruption 100 zu wenig ausgehalten. Ich hätte da irgendwie Exalted ja, Minion-HP sammeln müssen und so. Das war einfach zu langweilig. Zu fest stagniert, oder das ist. Halt schade, wenn halt Gegner dann schon extrem viel mehr Schaden ausrichten und einfach sehr lange grinden muss dadurch. Genau, jetzt müssen wir alles wieder zurück an den Anfang, oder wie? Naja, gut. Das muss man halt als Entwickler auch können und wollen. Vielleicht einfach aus Faulheit. Ein bisschen weniger. Interessant. Also eben Soulfire, ja, Soulfire Bastion T2 machen wir einfach, wenn wir da so ein bisschen fertig sind mit dem Monolithen, muss ich mehr Grinding haben müssen. Und danach T3 wahrscheinlich. Direkt. Dann mal versuchen. Also einfach ein bisschen abwechseln, gell, das. Nochmals zu machen in einem Part würde euch wahrscheinlich ein bisschen stören, oder dass nur ein Dungeon zu sehen ist. Okay, das ist sehr viel in der LP. Falls jetzt wirklich die Toten zu sehr sterben, dann können wir den verwenden. Ich denke aber nicht. Ich habe den einen Not gemacht. Ja? Nein, noch nicht. Okay, nächstes Level. Ah ja, genau, ich musste einen Punkt noch hier hinsetzen. Weil, ja, es
ist noch nicht komplett gewesen hier nach rechts, oder? Es war so nervig. Oh, ich wollte das haben und dann, nein, ich muss noch einen Punkt verwenden. Geht halt jetzt auch ein bisschen länger zum Leveln. Klar. So, also. War eine Laufmission. Echt nicht gerade interessant. Leeren Akkumalkan. Okay. Der Akt 3 Boss. Akt 2 Boss. Ja, Akt 2 Boss. Ja, falsch gesagt. In ein bisschen besser, also der andere Zauber noch. Gedroppt hat er nichts, okay. Ein Edelgürtel, ja, mit wieder viel HP. Auch ich nicht. Ja, jetzt muss der Widerstände noch drauf sein, der andere wird noch drauf sein. Das ist nur blanke Exalted Modificator. Ah, die kommen jetzt einfach als normale Gegner noch. Sind sehr schwach. Also wir sind einfach sehr stark. Okay, das ist das Level. Ist ziemlich cool auch schon relativ früh so gewesen. Oder ähnlich gewesen. Und jo, dann haben wir ein bisschen verschönert noch. So, Bewegungsgeschwindigkeit mit Stärke, das könnte für den anderen Bild gut sein. Nehmen wir mit. Ist ja eigentlich für alle Charaktergefüge. Kann hier etwas sein? Hat jemand ein Item gepostet? Nö, ist nix, okay. Ja, 6 Diener. Ja. Es gibt übrigens jetzt so ein Mirror, also Spiegel, Sorcerer mit Teleport. Ich habe das immer gerne verwendet, damit die Gegner auf die Mirrors geht, ablenken und so. Es gibt so ein Bild und finde ihn sehr interessant. Und es gibt noch einen Bild, der viele hohe Corruption schafft, dadurch, dass er viele Plusfähigkeiten bekommt. Und diesen Kleber möchte ich gleich noch kurz zeigen. So eine Hackebeil mit plus 1 zu 1 Skills. Ja, aktiven Fähigkeiten, das ist mega geil. Aber da brauchst du noch andere Sachen, zum Beispiel ein T4 Schulerer Item, also dieses Time Worn. Also dieser erste Dungeon, den wir gemacht haben. Vorletzten Part auf T4 machen und dann droppt sie das mit 19%, glaube ich, wahrscheinlich. Da müsste es sehr stark sein. So, es gibt immer so eine Messung, wenn Schulera schnell besiegbar ist, dann ist ein guter Bild. So, da habe ich ein bisschen Angst, dass ich das einfach noch nicht so schnell dieses Grinde machen kann, dass ich so schnell alles besiegen kann. Ich hoffe es, dass es einfach nicht gerade so ewig dauert. Vielleicht bekomme ich ja Hilfe irgendwann mal. Der Drago bekommt aber nie Hilfe. Ja, Hilfe wird halt nicht immer sehr gegönnt in letzter Zeit. Ich habe so das Gefühl, die Leute, ja, denken so, ja, die anderen schaffen das schon, die haben auch genug Zeit, aber es stimmt nicht. So im Last Epoch Chat wird halt immer sehr gut geholfen, wenn jemand anfragt, aber das mache ich nicht. Also irgendwie so vom Let's Play her oder einfach weil ich ja, irgendwo wirklich feststecke. Ich stecke hier halt irgendwo fest. Ich habe einfach zu wenig Zeit. Ah, genau, das ist der. Das ist der. Nein, ich bin zu langsam. Was soll ich jetzt machen? Bisschen näher rangehen. Ja, ich wusste, der Boss ist irgendwie sehr schwer.
Aber ich habe gute Resistenzen. Solange er diesen einen ringsum tanzen wenig einsetzt, geht's mir gut. Ich habe noch genug Heiltränke. Das ist der Skill. Boah, sieht so episch aus. Ich glaube, ich sterbe gleich, weil ich nicht weiß, was ich machen muss. Da drüben ist er. Hey, grüezi! Genau. Du musst hier bleiben. Nein, auf die falsche Seite. Oh. Wieso hat er das gemacht? Ich dachte, er hat es gewechselt. Ja, wir schaffen ihn doch. Also der Bosskampf können sie wirklich fair machen. Aua, oh. Was macht der alles? Ich komme ja gar nicht schlafen. Schraub mich noch selber in die Knie. Okay. Fertigkeiten-Splitte, Schild, Suffix-Splitte. Eine Schildsplitte wäre cool. Ja, ich will mich eher spezialisieren. Oh, Gaspar-Schärfe. Kenne ich noch nicht. So, also. Gut, wir haben 21 Minuten im Part. So, jetzt kann ich es auch zeigen. Das letzte Mal habe ich ja das irgendwie... ja, in einem schlechten Part aufgenommen, der corrupted war wegen dem Absturz. Und jetzt Zeitlingen ermächtigten. Du kannst versuchen, Zeitlingen auf höhere Schwierigkeitsgrade zu erobern. Also machen wir das gleich kurz, aber ich möchte kurz zeigen wegen dem Cleaver. Ich kann jetzt hier überhaupt nicht reisen. Kein Teleporter. Also ein Wegpunkt ist hier unten. Was ist das? Ist das Age of Dragons? Ja. Ja, machen wir mal einen. Und dann haben wir eine Kiste. So, wohin gehen wir? Wir gehen oben links. Einzig, ja. Also es wird jetzt sehr viel schwieriger sein. Was ist? Also den machen wir nicht sofort. Ja, okay, aber die Gegner sterben immer noch schnell. Das ist 100, oder? Habe ich jetzt nicht 100 eingesetzt? Doch, ich habe es ja drauf gedrückt. Also die Gegner sind einfach stärker. Und man sieht es weiter. Ja, bei ihm sieht man es, dass er ein bisschen länger aushält. Ein bisschen stärker. Schaden macht. Aua. Sehr gut. Oh komm. Müssen wir gar nicht. In diesen Balken. Also was ist jetzt das für eine Rüstung? Einfach leere. Dezimieren ist was? Einfach Reichweite oder wie das irgendwie? Nein. Also dezimieren ist irgendwie so ein Schadenszauber scheinbar. Yes. Nein, richtig drücken. Okay. Physische Diener schon sehr wenig. Okay. Also der Cleaver, der ist ja beim anderen Charakter noch. Aber auf jeden Fall habe ich ihn gedroppt bekommen, scheinbar. Hä, ich habe doch alles Unix wieder einsortiert hier. Hm. Keine Ahnung, wo er ist. Ich zeige ihn einfach im nächsten Part. Aber der ist bei Akt 4 gedroppt, also dort fahren habt ihr ihn auch. Der hat in einer der Timelines. Ja komm. Zum Abschluss noch kurz den anderen Charakter zeigen. Einfach wie ich kurz so mit ihm spiele, in Hochlevel. So. Es sieht auch cool aus, eine Dosenfabrik mit Schmelzofen. Ja, Amboss-Wächter, das tönt so maschinell. Das.
Also Forge Guard ist einfach viel cooler. Ja, da ist er. Schade. Spalterlösung heißt er auf Deutsch. Okay. Dieser Volcanus, der ist natürlich noch schwach. Den farmen wir jetzt, oder? Mit dem Totem-Charakter. Und ja. Also kurz noch das Item vergleichen. Dieser Stab des Pont oder Fackel des Pontifex hat einfach eine ziemlich coole Leveling Waffe. Vor allem für diesen Bild, der sowieso auf Zweihandwaffen geht. Wir müssen einfach schauen, dass sie genug aushält. Also haltet eure Resistenzen ein bisschen hoch. Ihr werdet gleich mal sehen, was ich habe. Minus 12 bei Resistenz ungefähr. Ah, nein, nicht mehr. Nicht mehr. Ich habe sogar Max. Aber wenn ihr wirbelt, habt ihr weniger, oder? Weniger Elementarresistenz. Okay, Idole habe ich auch. Durch diesen Not oder minus 30% Elementarwiderstand. So, wie geht der Ding? Also wenn wir Ding, dann tun wir so Äxte werfen. Und das ist eine Wurf, also ja, gehört zu den Wurffähigkeiten. Und dadurch wird, wenn wir die Idolen hätten, diese, wie heißt es? Also Smite in Niederstrecken, genau heißt es. Geprockt. Ich habe jetzt einfach auch noch, wo ist es? Da von einem Speer, den wir herwerfen können. Wird auch, seht ihr, das geprockt. Und natürlich von der Fackel, diese Spreading Fire und vom Wirbelwind, also vom Kriegspfad. Dann noch also Spreading Fire und nicht das. Das da ist Eschert Feinde ein. Genau. Also Asche, Eschern. Genau. Also sehr viele Sachen werden einfach geblockt, dadurch, dass ich ein bisschen herumwirble. Und das macht halt wirklich auch sehr viel Heal, sehr viel Schutz und so. Weil wir dann auch noch Sigils, Sigil der Hoffnung. Und das Schild, wo ist das Schild? Schildring, genau. Auch noch einsetzen. Ist ja halt sehr tanky. Werdet ihr dann sehen, wenn ich soweit bin. Also für den Anfang würde ich den Bait jetzt wirklich nicht empfehlen. Ihr braucht zumindest Torch of Pontifex, um wenigstens genug stark zu sein. Und halt schon die Idole mit Smite. Also holt euch irgendwie so ein Ding. Lebendige Waffen oder so, wie es heißt. Oder einen Hammerdien oder so. Irgendwie so einen zuerst. Und holt einfach diese. Wir haben halt schon ewig gefarmt und sie einfach nicht gefunden. Weiß nicht wieso. So, also ich muss diesen Axtwurf erhöhen dann noch. Ich will aber zuerst das Schild beispielen und dafür muss ich eigentlich ja, diese Punkte noch weiter ausbauen. Der da und der da. Zuerst mal ein bisschen mehr von Blut und Wahrscheinlichkeit. Sehr gut. Also, ja, jetzt sind wir 30 Minuten. Gut, ich mache noch ein bisschen weiter und ja, wir sind dann relativ schnell diesen Beet. Aber ich muss ja alle Monolithen nochmal wiederholen. Ich muss meine Stände mit einem neuen Charakter machen. Gut. Ich denke, morgen kann ich ein bisschen livestreamen, denke ich. Ich will es. Aber ob ich es kann, weiß ich nicht so genau. Ja, morgen geht's halt nicht so gut. Vielleicht übermorgen dann erst. Oder aber gar nicht. Aber zeitlich muss ich halt immer so ein bisschen abwägen, was geht und was nicht. Was muss ich denn machen, was muss ich nicht machen. Das ist bei mir immer so ein bisschen ungewiss, leider. Ja. Aber so schnell wie möglich kommt ein Livestream und könnte heute Abend oder morgen haben sogar Livestream. Eher am Abend.
sogar später. Aber ja, das überlege ich mich noch in aller Ruhe. So. Gut Unix, aber alles Schrott. M ist cool, dass wir noch neue Unix finden können. Die sind in den letzten Patches dazugekommen und einfach weil wir nicht so viel spielen, einfach mir noch nicht zu Gesicht bekommen. Sie auch sehr selten sind. Also fast jedes Unix droppt eigentlich relativ wenig. Außer natürlich, wenn ihr höherlevelig seid, hat einfach ein bisschen zu viel auf einmal. Und das macht einfach das Spiel auch relativ langwierig motivierend, oder? Also, das sagt ja, ich möchte Items da irgendwie finden und sammeln. Und das Spiel braucht einfach seine Zeit. Also mir motiviert es schon, aber es ist halt zu gering. Ich hätte gerne ein bisschen weniger Zeit nötig, um das Spiel wirklich durchzuspielen. Ich freue mich riesig auf die Empowered Monoliths. Diese erhabenen Monolithen noch höher zu machen. Es ist noch ein bisschen genug leicht, kann aber dann manchmal zu Toten führen, weil einfach die Gegner halt dann die heftigen Angriffe direkt ja so einsetzen, dass man sofort stirbt, wenn man einen Hit hat, ist. Okay. So. Was, der Knochengolem? Ah, ja. Noch ein bisschen aufgehangen. Tschüss, bis nächstes Mal. Danke fürs Zusehen.